Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zu diesem Ausblickvideo. Alles neigt sich mal dem Ende, auch Update 092 geht so ganz langsam in Richtung Ende seiner Zykluszeit und Update 093 steht in den Startlöchern und mit diesem Video wollen wir euch ein bisschen Gameplay vom Testserver zeigen und was sich alles so verändert. Es gibt nämlich wieder einige Änderungen, viele davon sind im Maschinenraum des Spiels, also in der Mechanik, in der Funktion, in den Menüs versteckt. Manche sieht man dann aber auch an der Oberfläche, wie zum Beispiel den neuen Feldzug, worauf wir später eingehen wollen. Das erste, was mit dem Update 093 passieren wird, was ihr sicherlich mitbekommen werdet, ist, dass der Vorabzugang für die paneuropäischen Zerstörer endet, das heißt, diejenigen, die es geschafft haben, T5 bis T9 Zerstörer zu erfahren, die werden jetzt mitbekommen, dass das jetzt Forschungsschiffe geworden sind. Und diejenigen, die sich damit gar nicht beschäftigt haben, sehen einfach einen komplett neuen Baum, paneuropäische Zerstörer. Ja, und damit ist dann also quasi alles verfügbar, von T1 bis T10 inklusive Hallern, die ihr ab sofort dann erforschen könnt. Und die IDDs machen ja eine ganze Menge Spaß. Das nächste, was mir sofort aufgefallen ist, dass es keinen Login-Bonus gibt oder gab, zumindest hier auf dem Testserver. Ich möchte darauf hinweisen, das ist Work in Progress, es kann durchaus sein, dass ein Login-Bonus kommt, aber hier auf dem Testserver konnten wir ihn nicht sehen wie in der Vergangenheit. Passend dazu werden mit dem nächsten Update zwei neue paneuropäische Kapitäne hinzugefügt, ein heroischer Kapitän Jerzy Swirski und ein einzigartiger Kapitän Gregorz Brzezinski-Szykiewicz. So spreche ich ihn jetzt einfach mal aus. Jerzy Swirski hat besondere Fähigkeiten. Und zwar bringt er zwei Talente mit. Einmal den Torpedo-Nachladeexperten, der nach dem Erhalt von 8 Torpedotrefferbändern die Nachladezeit der Torpedowerfer um 5% reduziert. Und diese Talent kann mehrfach in einem Gefecht proggen. Das heißt, ihr könnt 10, 15, 20% und noch mehr erreichen. Und als zweites Talent gibt es den Flak- oder Flugabwehrexperten. Wenn ihr 20 Flugzeuge abgeschossen habt in einem Gefecht, wird der kontinuierliche Flakschaden um 10% erhöht. Dieser Talent kann nur einmal im Gefecht eben proggen. Außerdem gibt es eine besondere Fähigkeit, nämlich Adrenalinrausch, was ja bekanntlicherweise die Nachladezeit der Geschütze, also der Hauptgeschütze, der Sekundärgeschütze und der Torpedobewaffnung reduziert. In dem Fall für jeden Prozent, den ihr an Trefferpunkten verliert, bekommt ihr 0,25% Nachladezeit geschenkt. Normalerweise sind das nur 0,2%, ja. Also habt ihr da auch nochmal einen ordentlichen Vorteil. Der Kapitän passt perfekt auf die paneuropäischen DDs. Der zweite Kapitän ist einer, den ihr dann wahrscheinlich, ist meine Vermutung, Work in Progress, in der Waffenkammer halt für Dublonen oder so bekommen könnt. Der hat keine besonderen Fähigkeiten, ist einfach nur ein zusätzlicher europäischer Kapitän, den ihr da eben erstehen könnt. Und nun möchte ich euch den neuen Feldzug vorstellen. World of Warships hat auf eure Wünsche gehört. Viele von euch haben sich einen neuen Feldzug mal gewünscht und es kommt der Feldzug Willensstärke. Und wir bekommen hier besondere Belohnung. Der Feldzug ist ein halbes Jahr im Spiel verfügbar. Er ist zeitlich begrenzt, aber man hat durchaus genug Zeit, um ihn dann abzuschließen. Wir wissen zwar jetzt nicht genau, welche Aufgaben da kommen werden. Ich möchte euch jetzt hier auch nicht groß die Aufgaben zeigen, die ihr erfüllen müsst, weil das ist sowieso anders. Weil auf dem Live-Server werden die Aufgaben sicherlich schwieriger sein. Es werden mehr Sterne zu erfarmen sein und so weiter und so weiter. Deswegen will ich davon erstmal absehen. Es ist sowieso Work in Progress, auch das, was ich euch jetzt zeige. Die Belohnungen, die hier sind, ich denke, das ist zumindest eine Indikation und die möchte ich euch doch schon mal mit auf den Weg geben. Also 5 Etappen. Die erste Etappe gibt 1 Million Creditpunkte. Die zweite gibt Warships Premium Spielzeit. Die dritte gibt 5000 Kohle. Die vierte 500 Stahl. Und die fünfte, wenn ihr die abschließt, gibt es eben den heroischen Kapitän Jerzy Swirski. Und ich denke, das ist schon so eine Art Must-Have für die paneuropäischen Zerstörer, der Kapitän. Wie gesagt, es ist Work in Progress. Es kann sein, dass die Belohnung sich noch verändern und auch die Schwierigkeit der Aufgaben wird sich ändern. Darum will ich da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Kommen wir zum Äußeren in Update 093. Der Reiter wurde komplett überarbeitet. Ihr seht schon, wir haben hier einen milchigen Hintergrund. Das war vorher transparent. Und außerdem ist es jetzt einfacher, einfach Mouse-Over über die Tarnung machen. Und dann könnt ihr hier die verschiedenen Farben Standard
oder eben blau oder eben bierblau von was anderem relativ schnell und zügig auswählen, ohne lange Ladezeit. Außerdem gibt es eine neue Tarnung, japanischer Lack, da er kommt für die Hayate ins Spiel. Wie das Schiff ins Spiel kommt, wissen wir schon, aber wann es kommt, das wissen wir nicht. Das Schiff wird 2 Millionen Free XP kosten, aber wir wissen eben den Zeitpunkt nicht. Es wird jetzt eben nur erstmal diese Tarnung dem Spiel hinzugefügt und alles Weitere müssen wir dann sehen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, 21 Signale in Zukunft auf den Schiffen anzubringen. Und das ist ja wirklich eine große Anzahl. Wie setzt sich das zusammen? Wir haben hier 8 Kampfsignale, also 8 von 12 könnt ihr eben mounten, also anbringen. Ihr könnt 5 ökonomische anbringen, da gibt es hier einfach den Button Alle anbringen. Und es gibt auch bei den Spezialsignalen den Button Alle anbringen und sofort werden alle hinzugefügt. Ja? Und jetzt können wir uns hier oben da mühselig durchklicken oder wir klicken auf den Button empfohlene Signale anbringen und sofort werden die Signale gemountet, die eben World of Warships für richtig und wichtig bei diesem Schiff erachtet. Zusätzlich gibt es natürlich noch immer ein paar Feintuning-Möglichkeiten und auch da habt ihr gesehen, wie schnell das mit dem Signal vonstatten geht, fand ich eigentlich ganz angenehm. Und auch bei einem Forschungsbaumschiff, wo man vielleicht eine Tarnung kaufen muss oder eine Tarnung verknüpfen kann, so eine Sachen, da ist das eben auch möglich. Guckt mal hier rauf. Wir haben jetzt hier den Button Kaufen, der ganz klar sagt, dass ich einen Kauf initiiere. Oder eben hier Verknüpfen. Das heißt, ich habe da Tarnung auf Lager und kann sie mit diesem Schiff verknüpfen. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich gut und ziemlich durchdacht, dass wir das jetzt in Zukunft so haben. Früher mussten wir mit Erfahrung quasi arbeiten, dass das dieses Kettensymbol verknüpfen bedeutet. Jetzt steht es wörtlich da. Das ist gerade für unsere neuen Kapitäne in World of Warships sicherlich nochmal ein richtiger Fortschritt oder eine richtige gute Hilfestellung. Nachdem wir uns jetzt den äußeren Bereich ausführlich angeguckt haben, klicken wir mal auf den Forschungsbaum, denn auch da verändern sich in der Anzeige gewisse Sachen. Ich klicke hier mal auf Deutschland und ihr seht sofort, bei allen Nationen, nicht nur bei den Deutschen, gibt es jetzt hier so Infobereiche. Ne? Und da seht ihr dann jedes Mal, was die Schiffsbesonderheiten oder die Besonderheiten für diesen Baum sind. Wenn wir jetzt hier mal doppelt draufklicken, dann sieht man sofort hier nochmal den Hauptbereich, wo ganzen Allgemeinfähigkeiten nochmal dargestellt werden. Hoher Panzerschutz, Sekundärbewaffnung ist hier eine Stärke der Deutschen und die besondere hydroakustische Suche. Und dann gibt es hier nochmal eben die negativen Sachen. Geringe Schussgenauigkeit der Hauptbatterie ist eine negative Sache, die World of Warships so für die Deutschen auch vorsieht. Genauso wie der geringen Torpedoschutz zum Beispiel. Dafür gibt es aber viele andere Sachen, die positiv sind und so lernt der ein oder andere neue, aber vielleicht auch bestehende Kapitän in World of Warships nochmal ein bisschen was über die Schiffe. Das funktioniert für jede Nation und für jeden Bereich. Da kann man dann auch gerade nochmal hier bei den Deutschen, ist ja auch nochmal eine Unterteilung, bei den Kreuzern seht ihr ja, da werden die Schiffsbesonderheiten noch einmal verändert. Ja, zum Beispiel der große Panzer, Durchschlagskraft der Sprenggranaten, ne? Und so eine ganzen Geschichten. Wie gesagt, klickt euch dann in Update 003 einfach mal durch den Forschungsbaum durch. Da ist vielleicht nochmal das ein oder andere neue Interessante für euch dabei. Und jetzt kommen wir zu den neuen Ranked Sprint und den Clan Battles. Ich will euch ein bisschen was dazu erzählen und ich natürlich dafür auch eine Information bieten. Das hier sind die Regeln des gewerteten Sprints, das nämlich dann stattfindet vom 29.04. bis 11.05. auf der Stufe 9 bis 10. Es findet 12 gegen 12 statt und es wird im Wettrüstenmodus eben möglich sein. Vor allen Dingen besonders sind wieder mal Divisionen in dem gewerteten Sprint und es sind maximal 2 Spieler erlaubt und werden nicht mehr als 3 Divisionen in einem einzelnen Team dabei sein, also auf der grünen respektive roten Seite jeweils. Und Spieler aus unterschiedlichen Ligen können nicht in derselben Division spielen. Es wird da also wieder eine Unterteilung, ich denke mal, wieder bei 5 geben, gibt 10 Ränge, 12 Tage habt ihr eben Zeit und ja, es wird dann wieder diese Buffs geben, die ihr einsammeln müsst und das könnte man natürlich im Team ganz besonders gut machen. Außerdem wird es wieder Clan Battles geben und zwar wird es am 15. April losgehen und bis zum 8.6. dauern. Da, der Modus da wird 7 gegen 7 betragen und im T10-Gefecht ausgetragen werden. Es wird diesmal kein kostenloses Umskillen für die Kapitäne geben, weil nämlich jetzt auch Flugzeugträger in den Clan-Gefechten mit dabei sein werden. Und aus Wargaming-Sicht wurde dieses Umskillen nur deswegen gewährt, weil eben ein Unterschied war, ob CVs dabei sind in Zufallsgefechten, wo ihr vielleicht ein Anti-Air geskillt seid und in Clan-Battles brauchtet ihr das ja nicht, weil keine CVs dabei sind. Und dadurch, dass das jetzt wegfällt, wird
World of Warships, so ist zumindest das, was sie verkündet haben, keinen Rabatt mehr bei den Kapitänsumskillungen gewähren. Und dann kommen wir zum Matchmaker. Das ist das Geräusch, was wir alle so lieben, und wir setzen uns damit dem RNG-Faktor des Matchmakers aus. Und in Update 087 wurde ja damals schon der erste Schritt eingeleitet, um das Matchmaking ein bisschen ausgeglichener und nachvollziehbarer für uns als Spieler zu machen. Da wurde diese 40%-Regel etabliert, dass ihr quasi, wenn ihr als T8-Schiff in einen Kampf geht, nur noch in 40% eurer letzten 20 Kämpfe eben in ein T10-Gefecht gematcht werden konntet. Ja, das gab es so eine Eingewöhnungsphase, und danach war das eigentlich sehr, sehr zuverlässig, und ich muss sagen, das habe ich deutlich gemerkt in den Gefechten. Und nun werden neue Regeln hinzugefügt. Hier seht ihr die Grafik eingeblendet von World of Warships als Beispiel für T5 und T10 Kämpfe und dem Zeitverlauf dazu. Wenn ihr in Zukunft, also ab Update 093, in die Gefechte klickt mit einem T5-Schiff, wird es wie folgt aussehen. Ihr könnt nur noch einen Flugzeugträger als Gegner bekommen, 5 Schlachtschiffe, 5 Zerstörer und 12 Kreuzer, also maximal jeweils. Ne? Logischerweise werden natürlich diese Anzahl von 12 gegen 12 nicht verändert werden. Es geht hier nur um verfügbare Slots quasi in einem Gefecht. Und bei Kämpfen, die über mehrere Stufen stattfinden, können halt maximal 7 T5-Schiffe dabei sein. Ausgenommen sind natürlich die Kämpfe, die auf einer Stufe stattfinden. Also das heißt, alle Schiffe in dem Gefecht sind meinetwegen T5. Auf der Stufe 10 kann ein Flugzeugträger, 5 Schlachtschiffe, 4 Zerstörer, maximal logischerweise 12 Kreuzer und maximal 5 T10-Schiffe dabei sein, wenn auch da die Gefechte halt über mehrere Stufen abgewickelt werden. Wenn es nur eine Stufe ist, dann logischerweise sind alle Schiffe T10. Nach 1,5 Minuten Wartezeit verändern sich die Bedingungen dann etwas. Auf T5 kann dann ein zweiter Flugzeugträger mit dabei sein und auch ein Schlachtschiff mehr. Alle anderen Werte bleiben da quasi gleich. Auf der Stufe 10 verändert sich eigentlich quasi nichts, außer dass dann eben auch T8-Schiffe mit in Betracht für T10-Gefechte gezogen werden. Das heißt, in den ersten 1,5 Minuten versucht man als T10-Schiff in Zukunft nur noch T9 oder T10-Schiffe ins Gefecht zu bekommen. So verstehe ich diese Grafik. Ja, erst nach 1,5 Minuten werden T8-Schiffe mit in Betracht gezogen. Nach weiteren 1,5 Minuten verändert sich das bei T5 nochmal so, dass das eben 8 T5-Schiffe sein können und auch 6 Zerstörer oder bis zu 6 Zerstörer im Gefecht. Und bei T10 verändert sich dann auch die Anzahl der Zerstörer und Schlachtschiffe jeweils um einen Count nach oben. Und die Anzahl von 6 T10-Schiffen in Gefechten, die über mehrere Stufen stattfinden, also T9, T8 und T10. Und auch da gibt es dann die Regel mit mindestens 3 T8-Schiffen, die im Gefecht dabei sein müssen. Es hört sich erstmal ganz komplex an, aber ich denke, das ist eine positive Änderung für World of Warships. Und ihr merkt ja, Matchmaking ist überhaupt keine leichte Sache. Und es werden noch weitere Anpassungen in Zukunft von World of Warships in dieser Richtung stattfinden. Kommen wir zum Ende dieses Videos zum Update 093. Es wird aber noch etwas geben, und zwar am 9. Mai gibt es den Victory Day, und der wird wahrscheinlich auch in World of Warships gefeiert werden, weil nämlich Schiffe besondere Tarnungen erhalten. Das sind dann zum Beispiel die Alabama, die Texas, die New Orleans, Duke of York, Implacable, Aigle, Minsk und Oktoberrevolution. Die haben alle dann bestimmte neue Tarnungen erhalten oder werden sie erhalten. Wie man die dann erspielt, wie man die bekommt, ist im Moment nicht klar. Ich möchte euch nur schon mal im Vorweg darauf hinweisen, die Grafiken liefen oder laufen gerade durch, und das war es eigentlich, was ich euch zum Update 003 mit auf den Weg geben kann. Ich hoffe, es war wieder informativ für euch. Wenn dem so ist, dann bitte lasst mir einen Daumen nach oben da, klickt den Abo-Button, wenn ihr das noch nicht getan habt, vergesst die Glocke nicht, empfehlt uns euren Freunden, und dann sagt euer Secrets-Team und meine Wenigkeit tschüss, bis zum nächsten Mal, zum nächsten Livestream, zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Ciao, ciao!